Willkommen zu einer neuen Figurenfolge in der Samba. Die ist total klein. Eigentlich ist es gar keine wirkliche Folge. Es ist nur eine kleine Mini-Kombination, die aber unglaublich viel Spaß macht. Sie besteht aus mehreren Figuren aus der Technik beschrieben. Die Art, wie ich sie zusammengesetzt habe, ist aber eine Eigenkreation. Vielleicht hat die sich auch schon irgendjemand anders ausgedacht. Wir haben das bei meinen Paaren die Figurenkombination, den Butterfly, den Schmetterling genannt. Und den möchte ich euch heute zeigen. Ich starte mit euch, meine Herren. Ihr startet los mit einer Rechtsdrehung, und zwar mit den ersten drei Schritten. Das ist rechts vor, seit schließen. Ja? Ihr seid hier super angekommen. Jetzt kommt ein stationärer Samba-Walk, wobei ihr das Rutschen nicht wieder stationär zurückführt, sondern das Rutschen, dieses kleine Zurückrutschen behalte. Das heißt ja, schließen, rück, rutschen. Schließen, rück, rutschen. Schließen, rück, rutschen. Schließen, rück, rutschen. Das Ganze habt ihr viermal getanzt. Und dann kommt der zweite Teil der Rechtsdrehung, nämlich rück, seid dran, hinten dran. Und ihr hättet wieder ganz normal zum Beispiel eure Samba, Grundschritt vor Rückbewegung und könntet in den Wischer hineintanzen. Ich zeige es nochmal von dieser Richtung. Ihr habt ein Rechtsdrehung. Stationär mit Rutschen, stationär mit Rutschen, stationär mit Rutschen, stationär mit Rutschen, Rechtsdrehung, Rechtsdrehung, Wischer, was auch immer. Ja? Das ist der Butterfly. Die ist total einfach. Das sind keine schwierigen Figuren. Ja? Ist gut zu tanzen. Wenn ihr das miteinander tanzt, kommt es wie immer ein bisschen auf die Führung an. Wichtiger Führungspunkt Nummer 1, ihr kommt aus der Tanzhaltung. Das heißt, eure Arme sind oben. Und was jetzt passiert über die ersten drei Schritte ist, dass ich im ersten Schritt die Damenhand hier runternehme. 1. Und in eine Shake-Hand-Position, also rechte Hand, meine rechte, trägt ihre rechte, umgegriffen haben. Das ist der Hinweis, dass diese Figur kommt. Also, ich zeige es nochmal hier, das seht ihr nicht ganz so gut. Ja? Ihr tanzt vor, umgreifen. Ja? Hier kommt ihr an. Das heißt, aus der Tanzhaltung runter in eine Shake-Hand-Position. Diese Führung braucht ihr relativ zügig. Sie muss schon auf 1, wenn ihr hier reingeht, 1, dieses runter und umgreifen. Das ist extrem wichtig, dass das auf 1 passiert und nicht mehr auf 3, sonst könnt ihr sie nicht mehr ausbalancieren. So, dann habt ihr die Shake Hands. Ihr führt die Dame nach hier nur rüber. Ihr führt sie nach rechts, nach links. Da, wo euer Fuß nach hinten geht, in die Richtung führt ihr die Dame. Jetzt steht sie hier drüben, ihr habt immer noch Shake Hands. Und dann müsst ihr die Dame wieder in Tanzhaltung führen und auf dem ersten Schritt führt ihr sie auf euch zu, gebt euch ihre Hand in eure linke, greift zu und habt Tanzhaltung und seid wieder in der normalen Tanzhaltung drin. Ja? Ich zeige das einmal ein bisschen zu euch. Ja, Tanzhaltung. Erste Mal umgreifen. Ihr führt sie hier nach rechts. Schließen, rück am Platz. Schließen, rück am Platz, schließen, rück am Platz, schließen, rück am Platz. Führt die Hand wieder hoch in Tanzhaltung und seid in eurem Programm. Eine süße kleine Folge, der Schmetterling. Meine Damen, kommen wir zu euch. Ihr tanzt wie der Herr, ja? Am Anfang und am Ende jeweils eine halbe Rechtsdrehung, einmal den Vorwärts-, einmal den Rückwärtsteil und habt dort aber keinen stationären Samba-Walk, sondern eine Figur, die euch vielleicht auch schon geläufig ist, den sogenannten Botafogo. Wie sieht das Ganze aus? Ihr tanzt. Rück, seid dran. Ja? Ihr habt jetzt Shake-Hand-Position, ne? Ihr habt umgegriffen, ihr tanzt. Vor und Wechsel, wo, Tafogo, Bo, Tafogo, Bo, Tafogo. Auch viermal. Und dann wieder Rechtsdrehung. Vor, seid dran und seid bei ihm und tanzt mit ihm mit. Ja? Die Bo Tafogos, falls ihr sie noch nicht kennt, ich tanze nochmal so mit euch mit, dass ihr hier reinkommt. Ja?
Seid reingekommen, seid dran. Ja? Ihr geht rein in den Botafogo. 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 Letzte Mal. Und würde dann in die Rechtsdrehung reingehen und hättet rausgetanzt. Total wichtig für euch, meine Damen, ist, dass ihr reagiert. Und zwar auf seine Führung. Wenn er die Hand dort runternimmt, solltet ihr mitmachen. Wenn er die Hand hochführt, solltet ihr mitmachen. Nicht einfach unten lassen und verweigern. Ja, das ist ganz wichtig, dass ihr da flexibel seid, drauf eingeht. Sonst kann der Herr diese Figurenkombination nicht gut führen. Der Herr tanzt quasi dann auf der Linie rückwärts. Und ihr, meine Damen, seid der Butterfly. Ihr flattert immer von rechts nach links, von rechts nach links. Viermal, ihr könnt es auch wiederholen, eine gerade Anzahl, dann kommt ihr immer wieder raus aus dieser Figur. Habt viel Spaß beim Ausprobieren.